Jan und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, ich habe noch ein bisschen geschaut, was da eben neu sein könnte, und ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht gefunden. Deshalb habe ich im Internet nachgeschaut und es ist hier dieses Katana. Da war ja theoretisch auch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, das müssen wir ganz kurz mal ausrüsten. Mission abgeschlossen, Professional Widow. Dann schaue ich das ganz kurz mal an. Die Stats sind leider nicht wirklich gut. Von daher kann uns das ziemlich egal sein. Aber es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wie man hier sieht. Würde cool aussehen. Scharf und tödlich. Passt bloß auf, dass du dich nicht schneidest. Biako heißt das Ganze. Allerdings eben, wie gesagt, die Stats. Naja. Das, was wir jetzt gerade haben, hat 163 Schaden. Und das gerade mal 133. Könnte zwar natürlich sein, dass man das verbessern kann. Können wir kurz mal schauen. Wäre möglich. Auf 148. Plus, plus. Aber wahrscheinlich ist plus, plus das... das Letzte, was geht. Und dafür brauchen wir diese Item-Komponente. Ja. Habe ich da irgendwas, was ich vielleicht zerlegen kann? Gut, hier hätte ich vielleicht auch noch wieder ein bisschen aufnehmen sollen. Aber habe ich jetzt gerade vergessen. Da sind die 1000 Quick Hacks. Kann ich auch noch kurz zerlegen. Zumindest die, die wir doppelt haben. Denn ja, bringt uns ja gar nichts. Selbstsekose. Die haben jetzt Cyberwehrstörung. Gnadenzündung, Audioschock. Bringt uns wenigstens 5 Stück, glaube ich. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Außerdem ist mir vorhin noch aufgefallen,
Es gibt ja noch die Katze, die man hier haben kann. Nibbles heißt sie, glaube ich, wenn ich da richtig bin. Und wir haben das, glaube ich, mal angefangen. Oder zumindest das Katzenfutter gefunden. Und verstreut. Aber wir haben die Katze nie abgeholt. Und auszusehen bin ich vorhin zwischen den Folgen eben dahin gelaufen. Und da war die Katze. Von daher würde ich sagen, gehen wir gleich nachher da schauen, ob wir die Katze endlich mit nach Hause nehmen können. Okay, das braucht 200. Egal. Aber hat Tech gelevelt wenigstens. Wie gesagt, hier hinten ist die Katze. Endlich. Wir haben die nie abgeholt und die frisst hier wahrscheinlich schon seit Tagen, Wochen, Jahren hier ihr Fressen. Nibbles. No, wie süß. Eine nackte Katze. Well, there it is. Was da? Aha. Na, Johnny. Findest du Katzen so? Lieber Hunde oder Katzen? Schon süß, oder? Das Bild. Johnny und die Katze. Ja, süß. Neben unser Lego an, fehlt uns immer noch. Ich glaube, dafür müssten wir eigentlich öfters mal schlafen, um eben ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, damit der endlich auftaucht. Von daher wird es eigentlich gut, wenn wir das... Ja komm, wir schlafen mal. Kurz mal machen. Komm, wir schlafen mal. Bis 5. Einfach 12 Stunden oder so geschlafen. Naja, egal, was soll's. Süß. Hätten wir das auch mal erledigt? Ah, die Waffe kann ich eigentlich wieder zurücklegen. Weil die eben gar nicht so gut ist. Also zumindest für unser Level nicht. Daneben, das macht schon 163 Schaden, das ist plus plus. Und das 133 zurück. Und dann ist das hier oben drin. Es fällt uns eigentlich noch ein Katana, zwei Messer. Ein Schrotflinte auf jeden Fall. Mehrere Handfeuerwaffen. Ja, und hier sowieso noch sehr viel. Ich glaube, der Hammer ist der, den wir haben. Das haben wir eigentlich. Skippy ist, glaube ich, auch da drin, wenn ich das gesehen habe. Ah, die Lizzie. Die zwei Dinge. Auf jeden Fall. Ja, wir haben schon wieder einen Punkt eigentlich zum... ...zum vergeben. Nebenmission. Und da die gleich in der Nähe ist, könnten wir die eigentlich machen. Ja, eben wie gesagt, bei Regina haben wir halt 23 Stück von den Aufträgen. Und eigentlich fehlt uns eben wie gesagt nur noch Full Disclosure. Um dann eigentlich, so wahrscheinlich alle Möglichkeiten im Phantom Liberty DLC zu bekommen. Die wir haben können. Aber... wann eben diese Mission kommt, also
Wo ist jetzt eigentlich nochmal? Ich möchte eigentlich ja zum... Ich möchte zum Garage. In die Garage, aber ich weiß nicht, wo lang gerade. Da ist der Lift für ganz unten. Ah, der war, glaube ich, hier. Ja, genau. Walt Perales von Night City Mayor. Die Werbung habe ich noch nie gesehen. Verrückt. Okay, der Delamain steht immer noch hier. Ich würde gerne eigentlich ein anderes Auto fahren. Aber ich kann da gar kein anderes Auto wählen. Naja, dann halt Delamain. Welcome back to Delamain. I look forward to accompanying you. I see your health has taken another turn for the worse. Yeah, you're not wrong. I hope everything will work out for the best. Yeah, I do. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich eher nicht. What? Ach so. Es war keine Mission. Weird. Triff dich mit Hanako im Ambers. Ja. Das wäre die Hauptmission, oder? Chipping in. Ich glaube, es ist eine lange Mission mit Smasher. Oder so, was ist denn das für ein Name? Das spielt bei mir. Das könnten wir mal machen. Parke dein Auto im angegebenen Ort und send in the Clowns. Und so, was ist das denn für ein Name? Das spielt bei mir so gruselige Zirkusmusik im Kopf. Vielleicht war er mal Akrobat oder Löwendomteur oder so ein Scheiß. In Night City weiß man ja nie. Aber hey, wenn du ihn nicht anrufst, werden wir es nie erfahren. Ist ja auch nicht allzu weit. Komm, wir gehen mal dahin. Falsche Taste, sorry.
escuchar. Ni siquiera sé qué decir. Das hier geht auch nie mehr weg. Weird. Betätige die Hupe. Warte auf Osop. You're V, yes? Oh, fuck. You didn't answer my question. Ist das eine Granate? There's something on your face. The grenade. Can I ask why? Do you have a juggling accident or something? Not cool. You ask personal questions and yet you haven't even introduced yourself. You are V, correct? Yeah, that's me. Good. Then let's go. Where to? Little China. I have a craving for Kung Pao chicken. Extra spicy. Okay, weird. Fahre Osop nach Little China. Doesn't it bother you? What? The grenade. You know, the one in your face? You get used to it. I just gotta be careful not to pull the pin when I want to pick my nose. Ja, das glaube ich dir. Oops. Nice out here. A lot of stuff has changed. Where are you from? Brazil. You know, down in South... I know where Brazil is. You never know with you gringos. Schräger Typ. Tiger Claws. Heard of them? Who hasn't? Got any friends in there? No, why? Just asking. Can't help being curious. Okay. Der hat bestimmt irgendwas vor, was ganz schlecht ist. This is the place. Wait for me here and keep the engine running. We came all this way to get takeout? You could say that. Es gibt gleich eine Verfolgungsjagd. Grenades up your ass, too? Bist du irre? Ha! Not bad, right? Would have been even better if you told me what you were planning from the get-go. It's true what they say. You're good. Really fucking good. Got a stick up your ass, though. This is where we part ways. Good luck, V. And, relax a bit, okay? Now are you gonna tell me about the grenade? Oh, that. My brother ripped it off during a fight. With pliers. Unhappy family. You don't know the half of it.
I could have chipped another one, but I don't know. I think this matches my style more. Uh-huh. Besides, it's a real icebreaker with the ladies. Got any powder for my nose? And does it work? Not really. Hätte man sich auch denken können. What about my payment? What about it? Here, like I said before, the best don't come cheap. Take care, V. And hey, keep your nose to the ground. Also, Bozo, keine Zugehörigkeit, illegale Grenzübertritt vom Konzerneigentum, Zen in the Clowns abgeschlossen. Okay. Kurz und schmerzlos. The crazy Typ. Einfach ein paar Tage getötet. Gut. Sag ich auch nicht nein, wenn mal ein paar Missionen kürzer sind. Gut, da wäre uns noch eine Tarotkarte eigentlich. Irgendwo da oben. Könnten wir theoretisch auch mal holen, dann hätten wir es auch abgeschlossen. Und dann sehen wir mal eigentlich ein bisschen Fortschritt im Spiel. Da gibt es bestimmt noch eine kurze Mission mit Misty. Um mir zu sagen, wir haben alles gefunden, zumindest im Hauptspiel. Und dann kann sie uns bestimmt ein bisschen was erzählen, was es damit auf sich hat. Deswegen, why not? 2,2 Kilometer kurz fahren. Ich meine, da hinten waren wir, glaube ich, eh noch nie wirklich. So, so weit draußen. Sorry. Straße verpasst. Na ja, mach du mal. Gleich sind wir da. Ja, ne, in die Richtung sind wir, glaube ich, noch nie gefahren. Ölfelder. Oder höchst selten mal. Hier gibt es bestimmt auch viele kleine Geheimnisse. Und offensichtlich toxisches Wasser. Neues Item erhalten. Was? Gash, Anti-Personengranate.
Müsste die sein, oder? Spannend. Ich glaube hier... Ist es sogar hier vielleicht? Gibt es irgendwo ein neues Easter Egg, was seit dem neuesten Update drin ist, mit einem Telefon? Was man noch nicht wirklich herausgefunden hat, was es damit auf sich hat. Und da kann man irgendwie ein paar Nummern eingeben. Und dann hört man, glaube ich, irgendwas. Aber wo genau das ist, keine Ahnung. Irgendwo in so einem Schuppen hier. Aber da könnte man es viel absuchen. Auf jeden Fall sah die Gegend hier mal besser aus. Ziemlich abgeranzt. Instafood? Könnten wir irgendwann auch mal auschecken. Und dann recherchiere ich mal ein bisschen zu diesem Telefon. Na, keine Ahnung, wo es ist. Einfach irgendwo hier in dieser Gegend auf jeden Fall. Restaurant robbed by Clown, was? A restaurant downtown Watson found itself at the center of a rather unusual robbery earlier today. A man with what appeared to be a live hand grenade embedded into his face entered the restaurant and robbed the store of its daily earnings. Upon leaving the store, he encountered Tyclaw gang members and engaged in a brief shootout, injuring two. A getaway vehicle was waiting. Police are yet to announce any leads into the identity of this mysterious clown. Where will he strike next? Okay. Hat er einfach ein Restaurant ausgeraubt? Mit unserer Hilfe als Getaway Driver, aber wir sind ja gar nicht geflohen. Charlotte, it keeps you smiling. Hä? Was bringt mir das hier oben? Absolut gar nichts. Einfach nur ein Überblick. Ah, das ist Graffiti. Ist ein bisschen hoch. Da sieht man es gut. Der wandernde Narr. Der Gehängte. Schön wieder mal das Geräusch zu hören. Der Gehängte ist die Karte der Aufopferung. Sie besagt, dass für die Erleuchtung ein Preis bezahlt werden muss. Die schwierige Lage des Gehängten eröffnet den Weg zur Wiedergeburt in ein neues Leben, auch wenn dieser Weg vom Schmerz erfüllt sein wird und letztendlich zum Tode führt. Ich finde diese Tarotkarten ja immer noch ziemlich nice. Ich bin mir ein bisschen am überlegen, ob ich irgendwas von hier vielleicht als Tattoo mal stechen lassen soll. Die Frage ist nur was. Weil es ziemlich viele geile Designs hat. Das hier finde ich sehr nice. Das sieht auch ziemlich cool aus. Oder das hier. Ja, mal schauen.
Aber weird, dass wir jetzt eigentlich wie alle Tarotkarten haben, aber doch nicht alle Tarotkarten. Weil ja doch noch ein paar aus dem Base Game angezeigt werden, zumindest zwei Stück. Aber vielleicht erzählt uns Misty dann mehr, wo die vielleicht sein könnten. Möglicherweise. Weil die vielleicht special sind. Oder es gibt 22 und man konnte einfach 20 finden und dann zu Misty zurückkehren. Weil auf der Karte wird jetzt nichts mehr angezeigt. Okay, doch. Zumindest eine noch. Ah, das ist jetzt schon ein bisschen ziemlich weit. Und Misty ist dazwischen drin. Vielleicht kannst du bei diesen abgefahrenen Bildern ja wirklich deine Augen trauen. Vielleicht hat der Biochip dein Hirn auch schon in Scope verwandelt. Naja, in jedem Fall solltest du diesen Symbolen auf den Grund gehen. Die tauchen echt an den seltsamsten Orten auf. Wenn ich du wäre, würde ich mich mal mit Victor oder dieser Chakra-Tante darüber unterhalten. Wenigstens einen von beiden dürfte das interessieren. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.